Ja, guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Wir sind hier bei der Firma Aqua Perfekt und begrüßen hier die Firma Deltek. Der Chef höchstpersönlich ist gekommen, der Jan. Morgen, Jan. Hallo, Johnny. Auch in der schwierigen Zeit wollen wir euch natürlich weiterhin unsere guten Produkte vorstellen und haben uns jetzt mal die Marinebox genommen, die noch gar nicht so lange auf dem Markt ist, und euch die näher zu bringen. Ja, schönen Dank, dass wir heute bei euch sind. Ja, wir haben in der Corona-Zeit waren wir fleißig und haben alle möglichen neuen Produkte entwickelt, die wir dann auch bei der Interzoo dieses Jahr schon vorgestellt haben. Und unter anderem hier unsere neue Filterbox, die sehr effizient ist und wo wir denken, dass wir da sehr viel auch von verkaufen können. Und die wird euch gleich unser Mitarbeiter und Entwickler Chrissy genauer vorstellen. Okay. Ja, hallo, ich möchte euch gerne unseren Mitarbeiter Chrissy Göbel vorstellen. Hallo. Er ist Meeresbiologe und ist vor, glaube ich, 2 Jahren zu uns gestoßen und kümmert sich unter anderem um die Produktentwicklung. Und dabei ist diese tolle Filterbox bei rausgekommen, die er euch jetzt gerne vorstellen möchte. Chrissy. Gerne. So, das ist jetzt unsere neue Filterbox. Bei der haben wir uns das Ziel gesetzt, dass wir eine besonders kompakte und auch energiesparende Filterbox entwerfen wollen. Wir hatten ja schon die Marinebox schon seit längerem im Programm. Und was mich da immer gestört hat, ist, dass man eben in der Marine, in der alten Marinebox, ein großes Becken hat, in dem die Geräte alle drinstehen, aber es keinen gerichteten Wasserfluss gibt. Deswegen ist das bei der neuen Filterbox jetzt so geregelt, dass das Wasser hier auf der rechten Seite eingeleitet wird und direkt aus dem überstehenden Becken in den Fließfilter kommt. Das ist vom Prinzip her derselbe Fließfilter wie unser VF 8000 in diesem Fall, nur dass er hier jetzt eben fest verbaut ist in die Filterbox. Wir haben hier, das ist der Einlauf für den Fließfilter, wir haben hier noch einen zweiten Einlauf. Der ist so gedacht, dass der Fließfilter auch als Bypass benutzt werden kann, falls man einen so großen Wasserdurchsatz hat, dass eben unser VF 8000 nicht reicht, um das ganze Wasser aufzunehmen. Genau, wie schon gesagt, ist der Fließfilter im Grunde genommen genauso aufgebaut wie unser VF 8000. Das heißt, wir haben hier innen drin die Umlenkrolle, die über den ABS-Stab hier verankert ist, und einen Überlauf, der direkt in den, ein Notüberlauf, der direkt in den UV-Filter geht, falls mal irgendwas verstopft oder sowas. Der einzige Unterschied ist, dass man nun die Lochplatten, die wir hier vorne haben, das sieht man eigentlich auch ganz gut, noch leichter herausnehmen kann als bei unserem VF 8000. Das liegt einfach daran, dass der jetzt ja fest verbaut ist, man ihn nicht mehr bewegen kann, den Fließfilter. Deswegen haben wir die Platten dann nochmal ein bisschen umgeändert. Sonst im Grunde genommen dasselbe Gerät. Nach dem Fließfilter geht das Wasser automatisch in den UV-Filter. Das ist jetzt die größere Variante unserer Filterbox. Hier haben wir Platz für 2 UV-Röhren. Da haben wir die Option einmal 20 Watt. Also jeweils 20 Watt oder jeweils 40 Watt UV-Röhren. Die können auch ganz einfach hier oben über eine Schraube, ist das verschlossen, geöffnet werden zu Reinigungszwecken, falls ihr da mal reingucken wollt. Genau. Und vom UV-Filter kommt das Wasser dann hier hinten rum direkt in die Abschäumerkammer. Das Besondere hier dran ist jetzt, da möchte ich nochmal drauf eingehen, dass wirklich das komplette Wasser durch den UV-Filter geleitet wird und das komplette Wasser durch den Fließfilter und danach komplett durch den UV-Filter geleitet wird. Und das passiert alles nur über die Schwerkraft vom Korallenaquarium, das eben oben drüber steht. Man braucht keine Pumpe für den Fließfilter, man braucht keine Pumpe für den UV-Filter. Das heißt, man spart sich schon mal 2 Pumpen. Für den Abschäumer ist die Pumpe natürlich unabdingbar, weil wir ja unsere tollen Nadelradabschäumer haben. Hier haben wir die Option, dass verschiedene Abschäumer genutzt werden können in der Box. Deswegen haben wir den Abschäumer gezielt nicht fest verbaut, damit man eben je nach Fischbesatz im Becken noch so ein bisschen Spielraum hat, um einen größeren oder auch einen kleineren Abschäumer da einzubringen. Passend zu den verschiedenen Abschäumern haben wir dann auch die Deckel hier angepasst. Einfach, dass die Öffnung dann eben zu unseren verschiedenen Abschäumermodellen passt. Das kann ich eigentlich auch gleich mal ablassen. Das hat natürlich auch, wenn ich mal kurz was zu sagen darf, einen hohen Einfluss auf die Verdunstung, weil ihr ja fast alles zugemacht habt. Genau. Von daher sehr positiv auch im Moment, was grundsätzlich Energie betrifft. Ganz genau, das stimmt.
Beim Fließfilter ist das natürlich ein bisschen schwierig, den komplett zuzumachen, weil wir ja die beiden Rollen haben, die oben rausgehen. Sonst ist die Box komplett geschlossen. Genau. Also ich kann das nur wiederholen gerade, dass tatsächlich eben diese Fließrichtung ohne zusätzlichen Aufwand ein Riesenvorteil ist. Also du leitest das durch die UV und den Abschäumer rüber und du brauchst nichts mehr, um dafür was zu bewegen. Finde ich ganz gut gemacht eigentlich. Genau, zur Effizienz der Box kann ich ja auch gleich nochmal was sagen. Hier vorne haben wir dann noch eine Kammer. Da haben wir nochmal hier nach dem Abschäumer eine extra Trennwand eingebracht, die herausnehmbar ist. Das bringt nochmal ein bisschen Flexibilität in der Box. So wie die Trennwand jetzt hier drin steht, kann man das zum Beispiel als Algenrefugium benutzen. Hier geht extra nicht bis oben, dass man hier noch eine Lampe dran klemmen kann nach Wahl. Der Durchfluss des Wassers ist am Boden, damit hier eine zirkuläre Strömung entsteht, die dann zum Beispiel die Drahtalge eben gleichmäßig in Bewegung hält, bis das Wasser dann eben über den Überlauf in die Pumpenkammer kommt. Alternativ, wenn man kein Algenrefugium haben möchte, passt da natürlich auch ein Multireaktor rein oder ein Kalkmischer oder was man auch, keine Ahnung, ein Media... Kannst auch ein paar Korallen reinmachen. Ja, auch das. Also wenn es nicht anders geht. Genau, ein kleines Backup-Becken noch. Genau, und dann kommt das Wasser eben in die Pumpenkammer. Hier haben wir einen Auslass im Deckel schon integriert für die Pumpe. Wir haben verschiedene Pumpenmodelle, die hier reinpassen. Auch unsere E-Flow passt hier rein. Und das ist eben tief genug. Die Frage hatten wir jetzt schon mehrfach. Die Pumpenkammer ist tief genug, dass da auch ein 600 Watt Heizstab reinpasst. Wir haben mal einen 600 Watt Shego Heizstab genommen. Also das passt wirklich rein. Also kam tatsächlich bei dem ersten Video von der Ente so oft die Frage, ja, was mache ich mit dem großen Heizstab? Also grundsätzlich sollte man aus meiner Sicht sowieso keinen Glas-Heizstab in einem Meerwasser-Aquarium einsetzen, sondern lieber einen Titan-Heizstab, der geht nicht so leicht kaputt und lässt sich untertauchen. Und von daher haben wir jetzt zumindest eine relativ starke Wattage mit 600 Watt, so dürfte eigentlich jeder mit zurechtkommen. Also das ist kein Problem, das umzusetzen. Genau, das ist halt das Einzige, was so ein bisschen auf der Strecke bleibt, weil wir eben, wie gesagt, die Box möglichst kompakt und effizient bauen wollten. Passt jetzt halt natürlich kein 600 Watt Glasstab mehr rein, die sind natürlich lang. So, neben unserer Pumpenkammer haben wir in der Filterbox natürlich auch noch einen Osmosetank verbaut. Der hier hat jetzt 41 Liter in der größeren Variante von der Filterbox. Das ist genug, je nachdem, was man für ein Becken hat, dass das für 2 Wochen reicht, wenn man mal länger weg ist oder sowas. In der Osmosebox haben wir auch direkt den Anschluss verbaut, der das Osmosewasser in die Pumpenkammer leitet. Das heißt, ihr könnt da einfach nur, müsst nur einen Schlauch anstecken. Und hier drüben haben wir dann einmal dieses Röhrchen, dass das durch den Deckel durchführt, damit es kein Spritzwasser gibt. Und hier oben kommt dann auch noch Luft rein, dass es nicht fest verklebt, damit man sich den Osmosetank nicht aus Versehen durch Schwerkraft eben leer pumpt. So, jetzt möchte ich euch gerne noch was zu der Effizienz unserer Filterbox sagen. Wie ich am Anfang schon erwähnt habe, war das ja unser Hauptziel bei der Entwicklung. Wir haben vorhin schon kurz über die Deckel gesprochen, die natürlich verhindern, dass viel Wasser verdunstet. Das sorgt natürlich auch dafür, dass man weniger heizen muss, weil wenn das Becken abgedichtet ist, dann verliert das natürlich auch weniger Wärme. Das heißt, da spart man schon mal ein bisschen Energie. Dann nochmal zum logischen Wasserfluss, den ich vorhin erwähnt habe. Das Wasser kommt ja als allererstes in den Fließfilter, der natürlich feinste Schwebstoffe und Partikel aus dem Wasser nimmt. Und das Wasser kommt dann aus dem Fließfilter in den UV-Filter. Das sorgt natürlich dafür, dass die Schwebepartikel, die normalerweise im Wasser wären, die UV-Leistung nicht mehr reduzieren, weil je klarer das Wasser ist, desto besser kann die UV-Strahlung natürlich das Wasser durchdringen. Ergo wird der UV-Filter dadurch natürlich auch effizienter. Die Abschäumerkammer haben wir extra hinter Fließfilter und hinter UV-Filter angebracht, damit die abgetöteten Bakterien oder abgetöteten Mikroorganismen, die eben aus dem UV-Filter kommen, direkt abgeschäumt werden können. Das ist so der logische Wasserfluss. Erst die mechanische Filterung der Partikel, dann die Sterilisation und Abtötung von Mikroorganismen und das wird dann eben alles rausgeholt durch den Abschäumer. Dadurch, dass wir vor dem Abschäumer einen Fließfilter haben, nimmt er natürlich auch schon sehr viel raus aus dem Wasser,
was normalerweise der Abschäumer rausnehmen würde. Das bedeutet, in der Kombination, wie es jetzt hier steht, kann man für ein größeres Wasservolumen einen kleineren Abschäumer benutzen. Hier steht jetzt gerade unser 1000i drin. Das reicht in der Konfiguration dann aber auch schon locker für 2000 Liter, obwohl da nur ein 1000i Abschäumer drin steht, der ja normalerweise für 1000 Liter Aquarien gedacht ist. Ja, das heißt, da spart man dann auch schon wieder ein bisschen Energie, wenn man eben einen kleineren Abschäumer benutzen kann und trotzdem ein besseres Ergebnis erzielt. Wir haben die kleinere Variante dieser Box bei uns in der Firma selber laufen, schon seit einer ganzen Weile, an einem größeren Becken auch, und das ist so effizient, dass wir Nitrat und Phosphat nachdosieren müssen, damit uns die Korallen nicht verhungern, weil das für unser Becken fast schon zu viel rausnimmt. Und das ist für mich, finde ich, ein sehr großer Luxus, dass man Nährstoffe nachdosieren muss. Normalerweise hat man ja das Problem, dass man sie loswerden will. Das heißt, das ist für uns so ein bisschen ein Beweis, dass diese Kombination und die Abfolge des Wasserflusses eben sehr gut funktioniert. So, unsere Filterbox verkaufen wir in vier verschiedenen Konfigurationen. Und zwar haben wir einmal, wie schon mehrfach erwähnt, die zwei verschiedenen Größen. Die Maße blenden wir euch auch ein, genauso wie die Preise. Und dann haben wir eben zu den zwei verschiedenen Größen noch einmal die Option, die Box mit dem Abschäumer und dem passenden Deckel zu kaufen jeweils oder halt ohne Abschäumer und ohne den passenden Deckel. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dass alle Fragen beantwortet wurden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.